Hey ho und let's go mit Pac-Man and the Ghostly Adventure. Im letzten Part hatten wir einen kleinen Bosskampf gegen Betruvius, den Hauptboss, Silly, und haben Silly gerettet. Nice to see you too. But don't you have work to do? Naja, schon, ich bin schon unterwegs. So, außerdem haben wir die Eiswelt abgeschlossen und die Eistafel bekommen, die uns verraten hat, wo der letzte Tempel ist, nämlich unter dem Jenseits, unter Betruvius Burg. Sehr interessant, selbst er wusste wahrscheinlich nichts davon. Doch bevor wir dahin gehen, müssen wir erstmal wieder die Stadt retten. Denn er greift mal wieder mit seiner ganzen Armee die Stadt an. Und die gilt es zu beschützen. Wow, okay, diesmal standen wir in der Mitte. Metallwahnsinn, oh, okay, fangen wir mit Metallwahnsinn an. Mal sehen, ob irgendwelche Zwischensequenzen kommt. Dramatik pur bei Ladezeiten. Nein. Wow, die Stadt wurde aber einiges ja anders gemacht. In letzter Zeit kamen ja auch sehr viele Eis- bzw. Lava-Bereiche, ist mir aufgefallen. Und es kamen gar keine andere Welten mehr, so Themen, Atmosphäre, nix. Jetzt hatte ich auch Angst, dass die Stadt kaum verändert wurde. Okay. Ja, bin schon dabei. Dass nur die Farbpalette geändert wurde. Außer Farbpalette scheinen sie noch ein paar andere Sachen geändert zu haben. Ich hoffe genügend, damit es keine, ja, recycelte Welt ist. Sondern wirklich was komplett Neues. Aber wenn sie immer die gleichen Welten benutzen, ja, wird ja auch immer langweilig. Ja, ja, ist okay. Mann, aber die sind schon in der Masse sehr stark, habe ich schon öfters erwähnt. Ja, friss mal das Kleberzeug. Jetzt habe ich schon kapiert, dass ich die befreien muss. Keine Sorge, so blöd bin ich nicht. Lecker euch habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, fühl dich cool. So, die Feuerfähigkeit nehme ich mal lieber mit. Nicht, dass ich sie am Ende noch brauche. Auch schön hier die Plakate hier, die Pac-Man zeigen. Im alten Stil noch. Jedenfalls ungefähr. Und Alter, was greife ich eigentlich immer die Stadt an? Ist er jetzt so wütend, dass er einfach mal loslegt oder was? Bam, bum. Soll ja hier auch ein Einkaufscenter darstellen, soweit ich verstanden habe. Aber was wieder vom Einkaufscenter? Ein paar Kekse kaufen oder was? Sind gerade im Sonderangebot, kann ich verstehen, ja? Sowas kann man nicht gerade widerstehen. Da helfe ich mal euch kurz. Auch schön die Bürgertische. Schöne kleine Details. So, ich muss noch den Eisgeist erwischen. Erst dann kann ich futtern. Weil sonst habe ich Angst, dass Pac-Man aus Versehen die Eisdinger angreift. Und das wollen wir ja nicht. Ihr seid frei. Ja, der Goldene, schön, dass du auch mal wieder auftauchst. Aber an die habe ich gar nicht mehr so das Interesse. Ja, denkt ihr, ihr könnt mir was? Die anderen haben ja ein bisschen Angst vor den Geistern. Macht aber nichts. Ich kann sie auch so besiegen. Auch ohne Hilfe. Was das Spiel ein bisschen besser gemacht hätte, vielleicht, wäre auch ein Zweispieler-Modus im Abenteuer-Modus, oder? Das hätte es ein bisschen interessanter gemacht, die zu zweit durchzurasen. Ob sie das nicht gemacht haben? Halt zwei Pac-Mans. Warum steuere ich den direkt an? Halt zwei Pac-Man könnten sie einprogrammieren oder irgendjemand anderen, der ähnlich wie Pac-Man agiert. Pac-Woman oder wie die heißt. Es gibt ja irgendeine weibliche Pac-Man. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt. So, alle abfackeln hier. Macht immer wieder Spaß. So, aber jetzt in die Mitte, da sind ja noch ein paar Leute zu retten. Die wollen wir ja nicht warten lassen. Kommt hier noch eine Plattform? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir hatten auch im letzten Part die Ballonfähigkeit, die mich sowas von gestresst hat. Weil die Verwandlung einfach nur ist. Einfach nur Käse. Was für ein Tiss, bitte. So, alle befreit. Ruhe jetzt. Ruhe im Karton.
Ja, jetzt müsste das Ding offen sein. Ja, ist es auch. Okay. Dann kommt her, ihr Geister. Ich habe schon mal besiegt in der Stadt. Das ist kein Problem. Hier haben sie auch gern willkürlich mit den Fähigkeiten rumhantiert. Die Eisfähigkeit kam ja auch in der Stadt zum ersten Mal vor. Müsste aber gar nicht sein, weil es kamen so viele Fähigkeiten eigentlich. Nicht so andersherum. Die Eisfähigkeit kam so oft vor, dass man sie nicht in der ersten Welt hätte vorstellen müssen, finde ich. Cool, und welche Verwandlung gibt es eigentlich neu in Pac-Man and the Ghostly Adventure 2? Das würde mich auch mal interessieren. Ich dachte zum Beispiel, diese Magnetfähigkeit wäre einer dieser neuen, aber wie es aussieht, gibt sie schon hier. Wo soll ich euch helfen? Irgendwo da hinten. Kommen wir gleich. Mit dieser Magnetattacke komme ich noch nicht ganz gut klar, muss ich sagen. Die ist noch etwas ungewohnt für mich. Okay, gegen große Geister funktioniert es nicht. Ich kann euch aber auch so fressen. So, Leben, ja. Leben kann ich mal wieder auffrischen, dank diesem blöden... dank dieser blöden Aktion, wie gesagt. Ja, ja, ihr seid alle frei. Solange können wir über das neue Pokémon-Spiel reden. Pokken Tournament. Es ist... ja, kein richtiges Pokémon. Es ist eher eine... Könntest du nicht mit Vorwarnung weggehen? Es ist eher eine Verbindung zwischen Pokémon und Tekken. Also eigentlich genauso wie Tekken, nur halt mit Pokémon. Der Witz ist, es kommt nur für Spielautomaten in Japan raus, 2015. Und dabei haben sie es so groß angekündigt. Das ist ja das Seltsame. Nicht, dass es nur für Japan rauskommt. Es gibt sogar einen deutschen Trailer. Ich wiederhole, es kommt nur für die japanischen Spielautomaten, nicht hier in Europa. Selbst wenn hier Spielautomaten noch beliebt wären. So, kommt ihr mal her? Bitte was? Bist du noch da? Nö. Okay. Komm schnell noch drauf. Also ein bisschen seltsam finde ich das. Vielleicht wollen sie es erst in Japan testen, aber fast wieder vergessen. Und später erst nach Europa bringen und Amerika. Kann ja sein, nur halt nicht auf Spielautomaten, weil es hier halt nicht so aktiv ist, sondern Wii U bzw. 3DS. Könnte ja sein. Einfach so Marketing, Testing, Dings da. Weil sonst hätten sie es hier nicht so veröffentlicht, wie sie es haben. Oh, ganz knapp. Danke. Schade, dass die mir nicht helfen können. Sonst hätte ich die ja schon früher befreit. Wo schießt er mich denn bitte? Lass mich... Interessant. Jetzt kommt ihr auch... Jetzt wollt ihr mich... Jetzt kommen hier auch noch Sniper ins Spiel, oder was? Jetzt hat diese Fähigkeit endlich mal einen Zweck. So, kommt mal her. Vor allem ihr da draußen. Das Problem, ich werde von den großen Geistern auch noch angezogen. Also so einfach ist es nicht. Hier in dieser Verbindung. Die wissen schon, wie sie mich austricksen. Dass sie es etwas schwerer machen. Nein. Okay, ich lebe noch. Ja, und schon bin ich weg. Ja, ich könnte schon weiter. Das Ding ist offen. Allerdings will ich die ja befreien. Ich bin ja ein netter Pac-Man. Und ich habe immer noch nicht mein sechstes Herz. Und ich muss mich ganz kurz um was kümmern. So, kann weitergehen. Kommt ihr jetzt mal her. Ihr stresst. Du und du. So. Immer diese Scharfschützen. So, geht's noch weiter oder war's das schon? Komm, ist schon Finale. Ich will vor allem wissen, warum der hier alles attackiert. Und Pac-Man sieht irgendwie mit den Augenbrauen cool aus, finde ich. Ich habe gar nicht so richtig den mehr angesehen. Oha, oha, was ist, wo kommt das alles her? Vor allem, wer baut so ein Kram? Ah, ich dachte schon. Wer baut sowas, bitte? Wer geht denn hier lang, außer Pac-Man? Keiner.
Die haben auch nicht mal einen Nutzen oder so, nix. Einfach nur random hingemacht. Auch ganz nett. Wo komme ich hier lang? Komm, du bewegst dich doch. Okay. Ich weiß nicht, wo es lang gehen soll. Wahrscheinlich so ein kleines... Ah, okay. Kleines Labyrinth. Okay. Interessant. Jetzt arbeite ich mit hoch und runter. Also sowohl mit den Oberflächen oben als auch unten. Okay. Aber es scheint noch richtig zu sein. Die Dinger führen mich ja, die gelben Pünktchen. Oh. Immer diese Platten. So, dann können wir über den Generationswechsel sprechen. Und zwar, seit die neue Spielkonsolengeneration da ist, denkt man ja, viele wechseln zu der neuen. Von ihrer alten zu der neuen. Ist allerdings nicht ganz so, denn sie wechseln auch den Hersteller. Und zwar hat man herausgefunden, viele... Bewegt sich hier irgendetwas? Ah, da. Viele sind auf die PS4 umgestiegen. Sowohl Xbox 360-Nutzer, Wii-Nutzer, als auch Leute, die gar keine Konsole bisher hatten, sind auf die PS4 umgestiegen. Warum das so ist, weiß Sony selbst nicht genau. Müssten sie aber schnell möglichst herausfinden, damit sie sich darauf anpassen können. Ah, okay, ich hab's gerafft. Aber interessant, dass so viele auf die PS4 jetzt getrimmt sind. Und so viele Spiele hat die PS4 doch gar nicht, oder? Würde mir jetzt nicht einfallen. Natürlich, ein paar gute sind da drin. Die bestimmt Kunden anzieht, aber... Dass es gleich so für Drama wirkt. Was übrigens mit der Xbox ist, wie da die Kunden draufgefahren sind, also ob da von anderen Herstellern auch dazugekommen sind oder wie, da sind noch keine Daten vorhanden. Und interessant, es werden immer mehr Level. Okay, am Ende geht es sowieso dahin. Ah, das ist ein extra Level. Okay, machen wir die sind ja immer kurz. Übrigens, Amazon Japan, ja schon wieder Japan, ich weiß, bieten jetzt auch ich... Spiel mal kurz still. Schade, ich hatte jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass wir mit dem Flugzeug hier in 3D ein bisschen rumdüsen können. Aber leider nicht. Warum eigentlich nicht? Wäre es doch einfacher. Egal, jedenfalls Amazon Japan bietet jetzt eShop-Titel an. Sowohl Wii U als auch 3DS, soweit ich weiß. Und ja, schon mal interessant. Also kann man sich ganz locker... eShop-Titel einfach per Amazon holen. Da kann man es ja auch per Banknummer und blablabla machen. Also da gibt es ja viel mehr Bezahlmöglichkeiten, als es im eShop gibt. Das wäre halt der Vorteil. Die schnelle Lieferung wahrscheinlich nicht. Amazon gibt ja immer mit ihm Amazon Prime und Amazon Schnelllieferungen, Amazon noch schnellere Lieferungen, Amazon ganz faste Lieferungen, was weiß ich, was das alles an. Also das ist ja netter Vorteil. Download-Titel gehen ja sofort rein. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es eine Amazon-App bei denen in Japan für die Wii U. Ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen. Aber jedenfalls ist die Frage, kommt das auch zu uns? Oder bleibt es Japan exklusiv? Das ist hier die Frage. Also wenn es Erfolg hat in Japan, dann macht das Amazon in Europa... Und sonst überall, Amerika etc. wahrscheinlich auch. Dann können wir auch in den Genuss kommen. Okay, hier gibt es keine... Hier spucke ich mal nicht so viel rum. Ja, ja, komm. Ich bin kein Fan dieser Fähigkeit.
Vor allem, weil die schwer kontrollierbar ist. Aber diesmal haben wir es geschafft. Danke. Nein, hier sterbe ich ganz sicher nicht. So, immer checken, ob ich Ruhe habe. Weil mit Gegnern werde ich ganz sicher hier nicht dumm rumdüsen. So, wo soll ich denn lang? Also ich sehe da zwar ein Regenbogenei, allerdings ist mir das zu riskant. Ich gehe den normalen Weg. Wie gesagt, ich mache die Fähigkeit überhaupt nicht. Die ist viel zu benutzerunfreundlich programmiert, will ich jetzt mal sagen. Oh Gott! Mach doch, was ich dir sage. Ja, und da oben sind Kugeln. Schnapp dir doch eine. Gut. Jetzt weiter. Nächste Kugel. Schnapp dir eine. Danke. Pac-Man sieht übrigens auch in der Ballonform aus wie einer dieser Kügelchen, merke ich gerade. Vielleicht sind alle dieser Kügelchen Pac-Mans. Wer weiß. Und hier ist auch schon die Münze. Okay, Ballonfähigkeit kam dran. Hat besser funktioniert als damals. Ich mag es aber trotzdem nicht. Gesundheit. So, und ich würde sagen, das war's wieder für den Part. Im nächsten Part machen wir weiter mit... Was war's? Irgendwas mit muss aufräumen oder alle... Panik in Pecopolis. Und dem extra... Level links. Und dann kommen wir auch schon zum Finale dieser Welt. Cool. Und keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich mampf wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.